Nein. Ja, ja. Boah. Oh nein, ich bin verwirrt. Oh Mann, ey. Ich hab fast keine Tränke mehr, wa? Deine Bomben raus. Er hat sich hingelegt. Wow, ich hab keine mitgebracht. Scheiße. Dann komm ich den Kampf schon mal an. Ja, ich bin jetzt da. Genau, und ausgerechnet in meiner Linie, ne?
Au. Das ist gebrochen. Ja. Blödes Kackvieh, Alter. Nein! Kacke. Das war gerade meine Katze. Wow. Der hat den letzten Schlag gemacht. Ah, ich werde den nicht mal looten können. Schade. Sorry. Ah. Bin schon inzwischen gewöhnt. Touché, das stimmt. Ja, mach eigentlich nicht. Ja, für die haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Was, für die letzte Quest? Ja. Kriegen wir locker hin. Bin ich mal gespannt. Wenn wir noch Tränke mit. Ja.
Arbeit, Partner. Ah, bin ich mal gespannt. In Ordnung. Okay, zurück zur Arbeit. Das wird eine Quest. Jo. Beeindruckend. Was ist los? Verstanden. Ja, das wird jetzt interessant. Hey, Partner, möchtest du wirklich auf die Quest des Admirals gehen? Mein Dank. So. Okay, die Melodie in der Stadt ist anders als sonst. So, rede mit der Wildtier-Expertin, dann tue ich das mal. Ort der Bündelungen, alles klar. Ich habe keine Megatränke mehr. Geil. Muss ich noch irgendwas Besonderes mitnehmen? Ich habe jetzt auf jeden Fall auch nochmal Blitzkapsel mitgenommen. Ja gut. Fragezeichen. Tränke, 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 Dämonenmittel, Panzermittel kann ich nicht herstellen, weil ich nichts habe. Ja, dann geht's wohl auf, wa? Ja, viel Spaß. Na, gegessen habe ich. Na dann auf zur letzten Quest, wa? Ja, macht Spaß. Ja.
der Ort, von dem uns der Admiral erzählt hat. Du hast es also geschafft. Admiral! Wow! Der viverianische Jäger ist auch hier. Ach, sieh mal einer an. Yeah! Nach dem Einschlag gibt es kein Zurück mehr. Wow. Oh. Ach, da ist ja unser Freund. Der sieht aus wie ein... Wow. Grüße. Ja. Wiedersehen. Was zum Teufel, Alter? Nun dann. Möchtest du das Boot betreten? Ja, möchte ich. Es beginnt. Willst du das wirklich machen? Wir kehren zurück. Keine Sorge. Hast du diesen verdammten Ort überhaupt gefunden? Wir müssen dem Sora Magdaros für den freigeräumten Weg danken. Nach dem Tod lösen sich die Drachenältesten im Miasma auf und die gesammelte Energie in den Adern der Erde wird dann zu Kristall. Und mit der Zeit wurde das zur Heimat der Ältesten? Ja, allerdings spürte ich in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg in der Energie des Landes. Hört sich nicht gut an. Bereite dich vor, mein Freund. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Es ist im Inneren. Grundgütiger Donnerwetter. Mit der Zeit entstand durch die Bioenergie der Drachenältesten dies. Nicht einmal ich hätte derartige Ausmaße erwartet. Zu rein. Was ist dieses Ding wirklich?